So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda, The Wind Waker. In der letzten Folge sind wir tatsächlich recht gut im C4-Tempel vorwärts gekommen, haben den Greifhaken erkämpft und schauen mal, ob wir damit jetzt Makoris retten können. Denn wir können uns, ja, ich schätze, die meisten von euch sind schon von alleine darauf gekommen, ohne dass ich es weiter erläutert habe. Moment, ich muss ganz kurz mein Mikrofon richten. Ohne dass ich es weiter erläutert habe, die Zeichen da an der Wand signalisieren einfach, dass wir uns da ranhaken können. Komme ich da ganz hoch oder muss ich da erst über die andere Seite? Wahrscheinlich erst über die andere Seite, oder? Ja. Da. Hallo, Kidarana. Kann ich dich mit dem Greifhaken... Upsa. Wenn ich treffen würde, ja, kann ich. If hit, it's dead. So. Hier. Einmal hier hoch. Oh, und das geht doch schneller, als ich es befürchtet hatte. Komme ich da ran? Moment, vielleicht, wenn ich näher an den Rand gehe. Nein, gibt es hier noch irgendwas, wo ich mich ranhaken könnte? Was das ist, habe ich gar keine Ahnung. Irgendwie muss ich da rüber. Kann ich da vielleicht, guck mal, wenn wir uns darüber gleiten mit dem Deku-Blatt. Da ist ja noch was, wo wir uns hochkatapultieren können. Was sind das für Dinger da an der Wand? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich da überhaupt nicht mehr dran. Waren die irgendwie relevant oder so? Ich glaube ja eher nein. Auf jeden Fall bekommen wir den Kompass. Wundervoll. Damit wissen wir, wo sich alle Schätze dieses Labyrinthes befinden. Ah, und jetzt kann ich mich da hochkatapultieren. Das heißt, es war sogar absolut richtig, was ich hier gemacht habe. Hier rüber zu gehen. Da war ich gerade eine Sekunde verwirrt, weil ich das Deku-Blatt nicht auf X, sondern auf R liegen hatte. Weil ich es gerade eben... Keine Ahnung, warum ich das gerade umgelegt habe. Es hat mich gerade etwas aus dem Konzept gebracht. Zum Glück habe ich da gerade so schnell reagiert. Whoopsi. Hier hoch. Dann hier einmal mit den Stiefeln. Dann einmal die Kidarana besiegen. Wo ist sie? Da ist sie. Da hochziehen. Jetzt können wir uns da hochziehen. Und jetzt sind... Wo sind wir? Jetzt sind wir hier. Da links ist Makoris gefangen. Die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Ups, das wollte ich nicht. Der Greifhaken reicht natürlich nicht. Was passiert denn, wenn ich mit dem Greifhaken... Da kann ich mich hoch... Okay, da kann ich mich aber nicht festhalten. Gut zu wissen. Da kann ich mich dann ranziehen, aber mich nicht festhalten. Was passiert bei dir? Wird der Freund Link! Die Statue, die den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Deku-Baum. Ich hab da was in meiner Tasche. Trägt Link übrigens, möchte ich anmerken, die ganze Zeit mit sich rum. Aua! Erstmal voll selbst erschlagen. Ey, Makoris. Ich will erstmal den Schatz hier. Aua. Ich kümmere mich gleich um dich. Yay, ein Glücksamulett. Nice. Und jetzt habe ich dich. Wie, der bedankt sich nicht mal. Jetzt muss ich... überlegen. Aber wir können wahrscheinlich irgendwo nach oben. Ah, nein, da drüben war doch die Stelle, wo ich das Lied spielen konnte. Die Hymne des C4-Gottes. Jetzt muss ich nur irgendwie da rüberkommen, ne? Das funktioniert so schon mal nicht. Jetzt gucke ich, dass ich irgendwie möglichst
hoch lande, dass ich nicht zu weit hochklettern muss. Zum Beispiel hier drauf. Komme ich vielleicht von hier aus darüber? Nein, definitiv nicht. Das ist ein definitives Nein. Puh, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Jetzt mal gleich wieder hoch zu Makurus. Zu meinem kleinen, samigen Freund. Wie sieht's aus? Komm, geh du erstmal auf Entdeckungsreise. Vielleicht habe ich hier irgendwo was Wichtiges vergessen. Oder du fliegst erstmal nach ganz oben. Schaust, was wir hier vielleicht machen können. Können wir hier irgendwas? Nein? Okay, schade. Komm, zieh hoch, Junge! Zieh hoch! Okay, hier oben scheint nichts für uns zu sein, wenn ich das richtig sehe. Und mit für uns meine ich natürlich für Makurus. The Boy. Kann ich vielleicht... Das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt natürlich... Ah, natürlich. Das wollte ich natürlich. Doch, das wollte ich. Natürlich wollte ich das. Hier die Samen pflanzen. Makurus, würdest du bitte... Danke. Da hochziehen. So, Numero uno. Und Numero dos. Natürlich war das schon die ganze Zeit... Natürlich wollte ich das die ganze Zeit schon. Das ist natürlich etwas suboptimal. Makurus. I got you, buddy. Ah, da drüben ist Link. Oh, es zieht ganz schön hoch. Oh, das war, Och, Mann! Dass dann auch... sofort die Kontrolle weg ist, ne? Wenn man einmal getroffen wird. Mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie... hier landen, beziehungsweise wir müssen ja darüber. Vielleicht sollte ich aber, bevor wir darüber fliegen, erstmal mit Linku die Statue ausschalten. Ich will ganz kurz noch einen Zyklus warten, bevor das... Okay, das hat 10 Mal gereicht. Aber bevor dann der Wind einfach ausgeht und wir runterfallen, ist ein bisschen uncool, ne? Ah, wollen wir nicht. Beziehungsweise mit Hilfe des Windes kann ich ja jetzt erstmal da oben mir die eine Schatztruhe klar machen. Das... natürlich super nice. Das war auch Absicht gerade eben, um den Fall ein bisschen zu beschleunigen. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine Karte gucken. Das seht ihr jetzt leider nicht, aber... dahinter ist wohl einfach nur ein Raum mit einer Schatzkiste. Das heißt, da können wir easy rein und Makurus hier zurücklassen. Wind? Danke. Oh, ich habe keine Magie mehr. Oh, ich habe keine Magie mehr. Wie uncool. Pfeil brauche ich nicht. Magie? 1 Magie? Mehr Magie vielleicht? 2 Magie? Geld? Ich will kein Geld. Ich will Magie. Oh, große Magie. Oh. Na
Nein, Link, du sollst... Natürlich. Ich dachte, das wäre Teil des gesunden Menschenverstands, daran zu denken, in der Situation direkt hochzufliegen. Aber anscheinend war Link da anderer Meinung. So, hier ist wohl... Oh. Es ist nicht, in Anführungsstrichen, nur eine Schatzkiste. Aber wir können einfach reindreschen. Irgendwas werden wir schon treffen. Oh, zwei, oder? Nein, nur einer. Das jetzt nehme ich mit. Oh, das war... Weil wir dann so zurückprallen, konnte ich da gerade nicht ausweichen. Das ist schon fies. Das ist schon ein bisschen fies, wenn da so viele auf einmal sind. Nächster. Warum man bei denen keinen Helmspalter machen kann, das stört mich ein bisschen. So, zack, nächster. Zack, nächster. Ist noch einer da. Komm, eins gegen eins. Ohne Treten, ohne Beißen auf dem Schulhof. Okay, du hast gewonnen. Aua! Wie Link einfach konsequent gerade vorwärts gelaufen ist. Obwohl ich in jede andere Richtung gedrückt habe. Ich glaube, Link mag den Rundumhieb ein bisschen gar nicht. Aber es ist natürlich auch eine Sache der persönlichen Präferenz. Es soll natürlich Leute geben, die den Rundumhieb nicht mögen. Link scheint einer davon zu sein. Und wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Wo brauchten wir denn einen kleinen Schlüssel? Und hier gegenüber war der... Ah, richtig, da... War hier der Eingang? Herr Darrow wurde verwirrt. Da gegenüber war wohl laut Karte der Eingang. Im Erdgeschoss fehlt uns noch ein bisschen was und im Keller, aber im Keller ist der Boss. Ah nee, der Gang da hinten führt in den ins Erdgeschoss. Auf der anderen Seite. Aber da... Moment, ich kann schon mal, während ich hier so vor mich hingleite, die Bomben ausrüsten. Ah, das hat sogar getroffen. Oh mein Gott, ich bin so gut. Das nicht. Mist. Na, ich will nur das Herz da hinten. Ich habe etwas wenig Lebensenergie. Und jetzt können wir auch mal Chorus hierher rufen. Und kommen da weiter. Oh, wo dümpelst du denn rum, Kleiner? Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen falsch. Ah! Oh, das war natürlich alles geplant. Das war natürlich alles gerade geplant. Selbstverständlich. Geh weg, Killerrunner. Ah, jetzt sind wir hier. So, wie war das hier? Hier mussten wir den Wind drehen. Dann konnten wir nach oben. Oh, ich wollte gerade sagen, das war verdammt knapp, aber dann hat uns die Klinge doch noch getroffen.
erstmal schön seitwärts aufgeschlitzt. Fall nicht runter, du stehst da ziemlich knapp an der Kante. Und jetzt sind wir hier. So, jetzt muss ich ganz kurz spicken. Richtig. Jetzt können wir hier durch. Was ist denn das da? Hört ihr das? Das ist gerade das Wetter vor meiner Tür. Ich habe gerade echt Angst, dass es mir hier mein komplettes Haus abreißt. Ach du Kacke, was ist das für ein Raum? Markus, geh mal auf die Seite. Papa klärt das schon. Ich kümmere mich da schon rum. Der Schwarze macht mir ein bisschen Sorgen tatsächlich. Der Schwarze könnte tatsächlich etwas problematisch werden. Ich würde gern zuerst den ausschalten, genau. Der Schwarze Ritter ist nämlich der mit Cheats. Ich habe doch A gedrückt. Ihr werdet gleich sehen, wenn wir nur noch gegen den Schwarzen Ritter... Aua! Alter, mach mir halt noch mehr Schaden. Ich glaube, ich gehe mir mal ganz kurz Leben holen. Give hearts, please. Thanks. Okay, das Ritterwappen darf nicht despawnen. Das brauche ich. So, komm, 1 gegen 1. Zack, Helmspalter. Und die Rüstung ist weg. Und das Orb ist offen. Komm, wir machen das mal so. Oh, Mist, wie macht ihr das? Wie tragt ihr dieses Schwert? Außerdem hat er einen sehr swaggy Bart. Möchte ich mal anmerken. Er hat halt trotz kaputter Rüstung noch ein Schild zum Abwehren. Das ist mega unfair. Oh, ist das etwa... Ist das etwa der Boss-Schlüssel? Hint, hint, natürlich ist er das. Mensch, haben wir den Tempel aber ziemlich viel schneller als den anderen hingekriegt. Dann ging der hier ja wesentlich schneller. Okay, krass. Natürlich ist es der Boss-Schlüssel. Jetzt muss ich schauen, weil angeblich in dem Raum davor noch eine Kiste versteckt ist. Irgendwo. Ah, ich sehe es, da ist ein Raum. Natürlich ist da was versteckt. Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Moment. Zack, dich auch noch. Markus, bleib mal ganz kurz, wo du bist. Ich geh mal für den Loot. Da kann ich auch so über Eck springen. Da brauche ich nicht extra die Platte runterzufahren. Oh, noch ein Glücksamulett. Mir geht es eher darum, dass wir alle Schatzkisten hier abgeschlossen haben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge schon den Boss. Ich hoffe, dass die Folge euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich echt freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.